So, haben wir doch alles. Mehr wollten wir doch gar nicht. Naja, können wir weiter durchstarten. Gucken wir mal zur Werkstatt. Oh, ich wollte die Jukebox anmachen. Ich glaube, er hasst mich zurecht. Okay, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du hast nicht überflogen. Ja, er ist einmalig. Seh mich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Na, mach, nimm dir, was du brauchst. Hunter-Notiz. Danke. Lesen. Eine Gruppe Hunter ist der Stadt gefährlich nahe gekommen. Zum Glück hat ein Rudel Infizierter sie davon gejagt. Erinnerung. Mehr Warnschilder aufstellen, sie sollen wissen, dass ich es ernst meine. Okay, nett. Ja, wir müssen es warnen. Naja. Ah, wie viele Pillen haben wir eigentlich? Ah, ich kann mir wieder was leisten. Ich könnte mir Fertigungszeit. Das ist mir scheißegal. Ja. Ganz ehrlich, ich fertige Sachen nur an, wenn ich, weiß schon, genauso wie heilen. Das mache ich auch nur, wenn ich hier... Das sind so die Sachen, die komplett egal sind. Das habe ich mir extra geholt, weil ich das für wichtig halte. Und das nächste, was ich mir holen werde, ist wahrscheinlich maximale Gesundheit. Was macht eigentlich das nächste Mal Messermeister? Messer mit voller Haltbarkeit zerbrechen, nicht beim Befreien. Au! Das wäre auch geil. Aber im Moment haben wir genug Messer. Ja. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Ted? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Schweizversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Klingt plausibel, aber ich glaube mehr Waffen nicht, sondern mehr Munition wäre immer geil. Und ein erhöhter Punkt. Ja. Aber die Kleine und der Neue, die mögen sich ja wirklich richtig gerne. Ja, das könnte die beste Freundschaft aller Zeiten werden, ganz ehrlich. Ja. Beginnt doch schon mal gut. Wir haben auch beide große Fresse. Wäre ja 40 Jahre jünger, würden die auch gut zusammenpassen. Wäre sie 40 Jahre älter, wäre sie unfruchtbar. Also von daher wäre das Quatsch. Oh, ein Basketballschläger. Aber ich habe ja schon eine bessere Waffe. Oh, was Süßes. Lecker. Eine Dose Hundefütter. Oder amerikanisches Dosenessen. Ist ja das Gleiche. Ich wollte es gerade sagen, das kommt dem wahrscheinlich eher auf. Nein, unser Hundefutter ist nahrhafter. Witzigerweise stimmt das, glaube ich, sogar. Ich glaube, sogar unser Hundefutter ist nachher als unser Dosenfressen. Könnte sich für Hundefutter ernähren, wenn du einfach nur noch den Jäger nachfüllst. Ach, da drin ist was. Das habe ich auch schon gehört. Darum wollte ich mich abgewandt. Kein Spann bei euch alle bewegen. Sag mal, du hast doch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja, klar. Beschäftigt. Ihr hört sich an, als gäbe es Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Vermeid es. Okay, ja. Dann mal los. Chappi soll gut auf Nudeln schmecken, habe ich mal gehört. Aber ich habe es natürlich noch nie ausprobiert. Gibt's Chappi wirklich? Er wird geschossen. Und warum repariert er nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Mist! Macht euch bereit! Hier rüber! Hier drüben! Hilfe!
Nur zur falschen Zeit. Passiert. Ja, ging eigentlich. Du musst halt nur wissen, wie ihr hier okay. Schaffen können. Ich muss die Barrikade. Ich hab's halt ein bisschen falsch gemacht. Wenn man die Finger schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Volk aus dem Lager holen und zum Osten. Das sind jetzt Gespräche. Mal wieder. Und dann ist man. Bill? Joel? Hier lang. Bill? Joel? Hier lang. Ich hab gemerkt, dass er selbst Gespräche mit der Junge. Ja, die Idee war gut, die ich gemacht habe. Ich habe eigentlich wenig Energie verloren. Also ich habe mal den Stein des Todes zuerst benutzt, für einen normalen. Und habe meine Kollegen quasi als Meat Shield benutzt. Die sterben ja nicht sofort, wenn sie von irgendwas angegriffen werden. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Er spielt auf seine Tochter. Naja, klar. Jetzt hätte ich doch das den Molotow-Cocktail werfen können, weil ich sage, Sachen für Molotow-Cocktail gefunden kann. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Was? Ja, das wäre nicht so gut gewesen. Die haben dich auf deine Kollegen gestürzt. Ja, aber ich hätte es halt davor werfen können und dann wären sie durchgelaufen, dann wären die meisten tot. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Gewesen. Okay. Weil ich habe gedacht, dass dieses Schappi-Zeug, ne? Dachte ich, gibt es jetzt nur bei 101 der Martina. Nee, es gibt's wirklich. Aber wir wollen keine Schleichwerbung machen. Okay, ihr Mutter. Ach, Quatsch, hallo? Schappi 101 der Martina? Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Pff, toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an habe ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Ja. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug.
Dann zeig mal dein Spielzeug. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Die Dinger sind gut. Eine Scherbenbombe. Nagelbombe. Diese starken Bomben explodieren, wenn ein Gegner in ihrer Nähe kommt. Kann offensiv oder defensiv eingesetzt werden, mit L2 im Bogen geworfen oder mit R2 strategisch platziert werden. Nicht explodierte Nagelbomben können wieder eingesammelt werden. Cool. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, Sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was Sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren Sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Er fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee, die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Aber ein Haufen Infiziertes hat sich nicht so toll an. Ja, nö, ne? Ja, ich könnte die basteln. Nee, klar, und denkst du? Die sind super. Das ist Dünger. Wahrscheinlich ist er dieser chemische Dünger, womit du Bomben bauen kannst. Jetzt kann ich das basteln, genau. Aber will ich das basteln oder will ich lieber das basteln? Ich glaube, ich will lieber ein Messer basteln. Weil es mich beschützen kann. Wenn du wieder angegriffen wirst. Ich kann ja das auch einbauen. Ja, das ist unheimlich effektiv, genauso wie hier die Mollys auch. Okay. Oh, 167, da kannst du auch loslegen. Ich würde mal hinten dein Karabiner da mit Munition machen, oder? Warte, brauchst Stufe 3. Reichweite, siehst du? Zielgeschwindigkeit. Werkzeug, ja, Werkzeug kannst du später dann machen. Ja, ganz ruhig. Ach, ich brauche Werkzeug. Ja, das ist so ein Skill-Level. Ja, das kommt später dann. Klar. Das heißt, ich kann eigentlich nur das hier machen. Ja, am Anfang meistens immer nur die ersten Sachen. Naja, machen wir einfach mal. Kann ich schauen, wenn ich ein bisschen besser bin. Schaden, Panzerbrechen, Zielfernrohr, Kapazität. Naja, das finde ich schade, dass man hier nicht irgendwas besser machen kann. Mach nicht. Na, das hält. Jetzt finde ich hier Werkzeug. Ah, Pfeile. Werkzeug. Erreicht den Werkzeugstufe. Stufe 1. Ah, jetzt kannst du. Was das jetzt gemacht? Ich habe Werkzeug eingesammelt. Ja. Okay, dann an die Arbeit. Jetzt kommst du auch an. Haben wir jetzt immer diese Werkzeugstufe? Ah, ist ja auch ein Level, ne? Ja. Das heißt, ich habe sie immer. Ich würde die Reichweite vom Bogen machen, weil wenn ich da so beschwert ist. Oder beim Gewehr. Die mehr Munition und ein Zielfernrohr. Ja, Munition ist das Beste. Pistole, Langwaffe. Aha. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich glaube, da ich hier zu viel Langwaffen habe. Ja, dann kannst du so machen. Genau. Nachladetempo, Schussgeschwindigkeit, Kapazität auch für die hier, weil ich die noch häufiger benutze. Das ist besser für mich. Das ist doch ganz gut. Und am meisten Mund für findest. Weißt du, ich glaube, ich lasse es bei diesem einfach nur erstmal wegen. Ja, ist eine gute Wahl und eine gute Kombi. Das ist der Mittelkampf, Nahkampf, Fernkampf. Genau. Jetzt will ich wissen, wie weit ich sie ziehen kann. Ah, das ist doch schon mal deutlich besser. Wenn du das dann noch voll aufgerüstet hast, geht das ganz schön. Ich habe jetzt auch vier Pfeile. Ich finde das schon mal besser jetzt so. Warum bin ich schon wieder eingeschlafen? Ich sitze so komisch in letzter Zeit. Na gut, ich sitze auch eigentlich nicht auf dem Boden, wie wir es gerade tun.
mag das total. Auf dem Boden sitzen. Ah, ist das lieber so. Ist auch gesünder für die Knie. Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast. Mann, der soll mal den Stock aus dem Arsch nehmen. George, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Fühl dich gut, wie sie sich mögen. Ah, noch mehr Kram. Kram, Kram, Kram. Nahkampfkram. Lebt länger als mein Kram. Ja. Nehme ich Kram mit. Zumal ich mich für entschieden habe, das Messer zu skillen und nicht die Waffe zu verbessern. Ja, wie hast du das jetzt? Hast du es trotzdem nicht, wie es mit dem Schleifen geht? Nö. Angeblich solltest du doch das schon können. Ah, nee, es ist automatisch. Guck nochmal auf deinem Messer. Geh nochmal raus, das siehst du unten im Dings. Ach ja, du meinst unten rechts diesen Bildschirm. Da sind zwei Striche jetzt. Genau. Die waren vorher nicht das. Die steht für die Haltbarkeit. Dieser ist schon mal gut. Hier will ich laden. Ich will wieder. Mir ist ja langsam nichts da voran. Und dann wird doch das alles auch schlüssig. Hier ist nix. Da war ich gerade am gucken, okay? Wow. Schön hast du es hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Er mag die Kirche. Ich glaube, er ist ein gläubiger Mensch. Ah, ich dachte, das wäre ein richtiger Messdienerstuhl. Weißt du, so hier unten so ein bisschen Platz drin, so eine Kuhle, ne? Mhm. Wenn hier der Pastor noch so stehen kann. Oh, la, la. Okay, Zeit zu packen. Wir gehen erstmal auf die Nebenseite. Das ist nicht der Beichtstuhl, sondern mein Zimmer. Okay, ich werde nichts anfassen, aber... Halttempo, Lauschmodus, erweitert den Radius des Laufmodus. Lauschmodus. Ist ja egal, was ich gefunden habe. Interessiert ja keinen. Ellie, komm schon. Dort. Da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Na, Marie. Naja, nicht so lange vorher. Hier liegt gar nichts. Oh, Mann. Außer der Hund begraben. Mhm. Philipp, weißt du, was hier fehlt? Die Schrift. Ja, und zwar... Hier ist es so schön, ich könnte mich hinlegen und für immer ruhen. Beeilen wir uns. Ich wäre ja für Game Over. Na komm, du musst jetzt kreativ rankommen. Dann ist so, ja. Ist Standard. Wenn du meinst. Wer die Infizierten verbrannt? Weil die Ticker sind jetzt immer weniger gefährlich. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Hey, habt ihr das gehört? Seid ruhig. Ah, das ist Kicker? Das ist ein Kicker. Gut, dass ich das so gemacht habe.
Oh ne, weil die so unkompliziert ist. Oh. Geil! Willst du dir einen fahren? Da unten kannst du doch eine Flasche reinhauen und dann nochmal die. Das ist alle die vier Stück. Lockst du dich hier hoch und dann. Nee, das ist werfen, du musst so rollen, wenn du so platzieren willst. Und dann musst du herlocken. Geht's schnell. Das war's. Naja, leichter als gedacht. Wobei ich schade finde, dass ich mir eine von dir kaputt gemacht habe. Aber wobei, ich glaube, die sind genau dafür gedacht, dass du dich eigentlich irgendwie stellen kannst, dass keiner dich von hinten überrascht. Mhm. Kannst du vielseitig einsetzen? Ich glaube, ich mache noch ein Molotow-Cocktail, damit ich wieder Sachen sammeln kann. Mhm. Das Coole ist ja, du kannst auch werfen. Ja? Hier ist noch mehr. Ja. Abdenken, dann mal hier rein. Ja, ich hab ja eigentlich genug, ne? Ja. Ah, guck, der dritte kommt auch, der passt das auch. Dann brauchst du noch brauchen. Oh mein Gott! So, Gott, hast du mich gerufen? Hast du gesagt? Hat mich gerufen, das Mädchen. Gehört so. Ah, Stein. Ja. Okay, die Klicker machen jetzt immer weniger Gefahr. Ne? Also sie werden jetzt immer ungefährlicher, sag ich jetzt einfach mal. Ne? Ja, nicht zuletzt durch den Skill mit dem Messer. Mhm. Gerade der ist quasi der... Oh, eine Flasche. Ja, ich hatte dir doch gesagt, am Anfang ist es jetzt entspannt und später, wenn du erstmal so weit aufgerüstet bist und so, ist es eigentlich kein großes Problem mehr. Wenn du jetzt nicht gerade alles raushaust. Ja, ohne Sinn und Verstand. Irgendwie möchte ich ein bisschen ballern, das Schwot. Ja, dafür bekommst du bestimmt noch Gelegenheit. Keine Zipperfolgen, die man so bei Konsolen eigentlich hat. Ah, okay. Ja, wir müssen die Idee so ein bisschen machen. Oh, toll, genau da weggeht. Das ist eine Sau. So, jetzt schmeiß ich das rein. Ja, das ist gut. Da unten. So, ein bisschen, ja. Ich glaube, das war's. Sehr gut. Wir sind noch nicht sicher. Bei wie viel war ich? 35, okay. Ich bin noch 15. Für die Gesundheit, gell? Mhm. Wobei, so wichtig ist die Gesundheit gar nicht, merke ich gerade. Moment. Da fand ich gerade, dass ich habe einen Schlüssel. Du kannst wohl beim Lauschen, weißt du? Mhm.
Wir sollten sehr leise sein. Ganz ruhig. Mal? Ja, normal. Stufe 1. Fenner. Du, mein Weg noch nicht an. So halb, ne? Ja, Seite. Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Zu lange her. Aber zuerst mal müssen wir da gucken. Weil hier muss ich auf jeden Fall nicht lang. Da steht ein Video aus. Nee, da scheint nichts zu sein. Ja, manche Sachen liegen da einfach irgendwie so komisch. Manchmal ist auch ein paar Texturfehler mit drin manchmal. Ja, das ist leider ein bisschen häufiger als man denkt. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Das war recht gut gemacht von mir, fand ich, die drei auszuschalten, die ich es gemacht habe. Ohne Verlust von irgendwelchen Gegenständen. Nö, ja, das lief relativ gut. Das ist ein Kicker. Das doch nicht. Nee, ein bisschen anders sein. Nee, ich glaube. Ja. Oder? Nee, die trocknen ja nicht so. Die Kicker trocknen ja immer so ein bisschen. Als hätten sie 3,0 im D. Irgendwie die Kick ausschalten. Oder irgendwie die anderen zuerst. Setzt mich andauernd unter Druck. Unter mehr Druck. Oh. Ich dachte gerade, das wären so Jahr-Cornflakes von der Farbe her jetzt gepasst. Okay. Dieses Weiße mit der blauen Schrift. Oh.
Firefly-Anhänger. Da ist der Klicker. Das verklickert genau. Willst du ihm das verklickern, ja? Mhm. Rasenmäher, die könnte ich anmachen und die ablenken. Könnte ich auch ein paar erledigen. Ruhe, Klappe halten! Hast aber recht. Was? Wenn sie eine Waffe hätte, könnte sie auch ein paar erledigen. Ja. Ist die ganze Zeit am Knifteln, ey. Ich will auch nur kniften. Ich will ihr den Bogen geben. Oder das Gewehr. Das ist die Schrote, brauchst du nicht so ziehen. Ah, nee, das tut mir, glaube ich, mehr weh als dem Gegner. Mhm. Kann durchaus passieren. Ja. Meins. So, gehen wir nach oben. Ich sollte vielleicht mal wieder ein Gewehr nehmen oder sowas. Weil die meisten Gegner dann schon weg sind. Wenn sie so weggehen. War ich das? Ja, das Rennen. Hat der aber komisches Hecker. Okay, er scheint alt zu sein. So alt. Der hat bestimmt eine Allergie. Eine Sonnenallergie oder was? Nein, gegen irgendwelche Bäume. Gegen Polen? Gegen irgendwelche Bäume. Ja, oder gegen Polen, genau, Pollen. Hm, die kommt nicht ran, ne? Nö. Ich weiß, die hilft. Da ist auf jeden Fall irgendwas, was ich noch einsammeln will. Hier ist nix. Oh, so viele Wege. Ja, und da unten die Garage ist auch drauf. Ja. Hier hätte ich mich wahrscheinlich vorhin durchschleichen sollen. Nein. Wäre höchstwahrscheinlich möglich gewesen. Aber naja, gut. Ich will den Stein mit. So ein Stein ist viel cooler als so eine Flasche. Also der Stein tötet ja quasi einen Gegner von allein. Klock, klock, klock. Instant Kill. Im Endeffekt ist das ein Instant Kill. Na gut, was heißt Instant Kill? Du haust dreimal drauf, aber damit tötest du eigentlich jeden. Mhm. Auch Klicker konnte ich damit töten. Oh. Geil, da kommt noch ein Bogen. Warum sollte man noch einen Bogen haben wollen? Keine Ahnung. Die kleinen wären mal praktisch. Ne? Ja, für dich. Ganz ehrlich, würde ich machen. Naja, ist jetzt wohl doch Pazifist geworden. Will den Bogen ja nicht haben. Das erlauben wir doch nicht. Ja. Ich habe über sieben Gewehre, anstelle I1 abzugeben, damit alle schießen können. Ja, so ist das. Ein bisschen geht noch. Hier lang. Ah. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Die Katzentür. Sei sehr vorsichtig. Na klar.
Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Drin sind noch mehr von diesen Klickerdingern. Oh, Scheiße. Oh. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Das klickert ja, ne? Ja, ist egal. Alle auf eine Stelle und dann schön was reinhauen. Nagelbombe oder Molly und dann ist Ruhe. Na komm, steckt euch jetzt gegenseitig, bitte. Ja, den musst du wahrscheinlich dann mit dem Bogen erledigen. Der hat sich nicht angesteckt, aber es ist kurz in dem Feuer drin. Und ich nagel noch an den anderen. Wie weit ist das, Ben? Es ist nicht mehr weit. Wir müssen es schnell durchziehen. Reingehen, Batterie holen, verschwinden. Ich will da nicht in der Falle sitzen. Okay, verstehe. Wir sitzen da in der Falle. Oh, gruselig. Du bist jetzt Ach, ich bin so enttäuscht. Ganz ehrlich. Aber du hast immer noch eine Reihe in die Waffe. Einmal. Obwohl du die Kapazität geändert hast. Nein, nein, du hast mehr Munition insgesamt. Ach so. Ganz klar. Was bin ich sitzen hier gerade? Da blinkt was. Ja, ich sehe es, ich muss mich umsetzen. Das da, meinst du? Mhm. Ah. Jetzt all diese alten Fernseher haben. Ah! Siehst du? Und das im Kinderzimmer unterm Bett. Ja, Texas! Texas? Ganz normal. Mich wundert es, dass die hier nicht blau ist. Das ist, glaube ich, ein Jugendzimmer, ne? Scheinen aber sehr konservative Leute zu sein. Das ist die Waffe eine Farbe gekriegt. Ja, stimmt, das gibt's. Okay, los, hoch jetzt. Aufs Wohnmobil und drüber. Das sollte reichen. Na los, na los, na los! Aufs Wohnmobil und drüber. Das ist immer so eigentlich. Oh. Kapuff. Ja, ich hab auch Spinnings. Terrorismus Wohnmobil. Das ist geil. Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein, aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Gehen wir rein. Komm, Ellie. Okay, wir sind sicher. Im Moment. Verdammte Dinger. Keiner wurde gebissen, ja? Nein, alles klar. Alles okay. Gehen wir weiter. Alles klar. Ja, nee, sie wollen ja nicht gebissen gerade eben, oder? Nein. Aber gebissen wurde sie. Das ist richtig, aber ich glaube, der hat schon so weit gedacht und ist klug genug, um zu verstehen, dass er meinte, gerade eben so bei der Aktion wurde ja keiner gebissen oder hat sich keiner verletzt, oder? Außerdem soll es ja nicht sagen. Weißt du warum? Hat er ja gesagt. Ja, zu Recht. Ah, doch, instant kill ich habe. Ich bin leider mal probiert, ich habe
Hätte ich vielleicht vorhin eine mitnehmen sollen nochmal. Naja. Kann nicht alles haben. Doch, man kann alles haben. Das bringt nur nichts. Das ist auch gut. Ich will durch diese Tür gehen, nicht da, wo ihr lang geht. Ihr seid auf Mainstream. Ich will Kram. Liegt hier Kram? Mein Kram? Kurz kratzen, dann nicht gleich hin. Schön. Alkohol. Hey Joel! Ja? Dass ich da lang gehe, ne? Das heißt, ich will da lang gehen. Solltest du hier oben erstmal umsehen, ja. Dann wahrscheinlich nicht schlecht. Voll. Ja, muss an der Kapazität nochmal umschrauben. Ja, ist nicht hilft, hilft nicht, ne? Du könntest du mir das Ellie die Munition geben, dass sie mehr Munition mitträgt. Ich glaub mal nach. Da passt jetzt mehr Kugeln rein, der noch. Doch, da passen jetzt doch mehr rein. Die Kapazität sich doch dann. Erhöht. Kann ich jetzt einen mehr tragen? Ich glaube, der kann genauso viele Kugeln mitschleppen, ne? Nee, die Kugeln bleibt da im Ofen immer gleich. Doch, jetzt kannst du, oder? Ich kann einen mehr schleppen dann. Weil die im Magazin ist, der kann nur so und so viele Kugeln mittragen. Achso, ja, ja. Und die mit dem Magazin, ne? Die zählen dann praktisch nicht, die sind ja in der Waffe. Genau. Ja, der lohnt sich die Waffen regelmäßig durchzuladen. Oh, Messer. Haha! Da will ich noch nicht hin. Hier kam ich ja her. Naja, ne? Geht halt gleich weiter.